Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Atomic Heart. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich. Dankeschön erstmal für die Unterstützung eurerseits. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gerne kurz mal ein Like droppen bei der Länge des Videos. Denke ich, ist da kurz mal 10 Sekunden Zeit, auf jeden Fall mal kurz ein Like zu droppen. Danke dafür auf jeden Fall. Und checkt auf jeden Fall auch gerne weiterhin die Videobeschreibung ab. Komm, komm, komm. Yes, okay. Und macht gerne beim kostenlosen Gewinnspiel von meinem Partner mit. Geht das? Schaffe ich das? Ja, easy, 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 gar kein Problem. Und jetzt hier einfach hoch, oder? Ja. Okay. So, wir sind gut am Start. Hier kommt der Strom her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Weil es hier eins meiner heißgeliebten Relais gibt. Ach ja? Und ich dachte, du wärst eher an Behältern interessiert. Ach, komm schon. Okay, wir müssen das noch, glaube ich. Yes, gar kein Problem hier. Freunde, was geht? Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diesen... Darauf würde ich nicht wetten. Wahrscheinlich kippen sie euch alle in ein Massengrab. Warum? Sind viele andere Leute gestorben? Ja. Viel zu viele. Ach, das ist schön. Ich möchte ja nicht das Kollektiv verlassen. Wir sitzen alle im selben Boot, oder? Mhm, ein großer Spaß. Okay, wirklich, naja. Gut, ey, Freunde, ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben. Und tatsächlich, das müsste wirklich der Sprecher sein von Soap, aus Call of Duty. Es ist auf jeden Fall nicht der Sprecher von Soap aus One Piece. Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Auch nicht von dem Neuen. Der wurde ja vor Jahren schon gewechselt, auch nicht der Neue. Nein, auch nicht der Neue. Das ist nicht der Sprecher von Zorro, das würde ich hören. Aber Soap, ja, das passt eigentlich. Stimmt, stimmt, stimmt. So, übrigens, Freunde, checkt doch gerne meinen zweiten Gaming-Kanal, der Saubus Gaming. Wenn ihr Bock habt auf mehr Gaming, da zocke ich immer noch One Piece, bin fast durch. Witcher habe ich jetzt nochmal durchgezockt. SpongeBob habe ich durchgezockt. Like a Dragon Ishin, das Yakuza-Spin-Off zocke ich da gerade. Und, was war das andere? Hi-Fi Rush, genau, Hi-Fi Rush. Einen der besten Titel des Jahres. Jetzt schon. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ganz easy, eins der besten Spiele des Jahres. Kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Ich weiß nicht genau, wann der richtige Moment ist, loszulassen. Ich check das irgendwie nicht. Lad die 4 Schüsse nach. Oh, das ist so nervig irgendwie. So nervig, weil er die Animation ja unterbricht und dann musst du nochmal drücken, um dann nochmal einen Schuss, weißt du, anstatt es im Einfluss, dann, ja, das dauert halt einfach dann. Das bitte mal für mich. Junge, der nervt ja so krass. Sehen wir mal, ob das hilft. Wow, 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 wow. Oh ja. Yeah. Hat er ihn zerfetzt? Hat er ihn zerfetzt? Hat er ihn zerfetzt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, der wurde zerfetzt davon. Ist ja geil. Also, was haben wir denn da? Tereshkova, hörst du mich? Ja, lieber Genosse. Die Kommunikation ist wiederhergestellt. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Aber Claires Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen. Wie gesagt, irgendwas drückt mit schrecklicher Kraft darauf. Wie eine Migräne, wie ein Bagger, wie ein Berg. Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Oh nein, warte mal eben kurz. Ich muss ja erstmal gucken, wo das überhaupt hin muss. Wo muss denn das rein überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, wo das hin muss. Du bist ja ein ganz schöner Springteufel.
Ja, du musst mir doch erstmal das Ziel sagen, wo das hin muss. Dann ist es ja. Ach, da unten. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, ich habe es übersehen. Okay, jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Okay. Okay. Einmal komplett links rum. Tja, und wie drehe ich dich jetzt? Alles gut, alles gut. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss halt nur mal gucken, hey, ich glaube, ich hab's. Wo ich überhaupt hin muss. Ich find's aber, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Rätselfan. Ich finde aber, dass hier die eine angenehme Schwierigkeit haben und vor allem abwechslungsreich sind, ja? Also das finde ich eigentlich schon ganz cool gemacht. Obwohl ich, wie gesagt, nicht so unbedingt... Jetzt kommen wir weiter. Nee, da soll der nämlich nicht rein. Jetzt, nein. Na komm. Ja, weißt jetzt. Du überhaupt, was du da tust, Major? Charles, du hältst jetzt mal ganz schnell die Schnauze. Ach, warte kurz. Na komm jetzt. Okay. Haha! Na also! Geil! Wer sagt's denn? Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein schändlich Aas. Am Wegrand. Jetzt kletter doch darüber! Was ist denn hier los? So. Die Beine hochgestreckt nach Art lüsterner Frauen. Schnauze. Schnauze! Ja, ich hab den Kopf gefunden. Wir müssen weiter. Charles, wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich. Ich habe alle ihre Teile. Ich könnte Neuromed vertragen. Sag nicht, ich muss es über die Wolken noch einmal rumlaufen. Einmal rum. Nee, da ist auch Müll. Einmal. Ah, ich muss es über die Wolken machen. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Oder? Nochmal hoch. Über den Wolken. Ich will es aber hier machen. Ah, okay, ich seh's. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Also die Melodie kennen wahrscheinlich viele von euch. Das wird wahrscheinlich eher wieder Charles, nachdem Dr. Setchin auf die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototypringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Warum der ganze Aufwand? Er wollte die Früchte seiner gewissenhaften Arbeit nicht zerstören. Dr. Setchinoff behielt sie einfach als Andenken. Und wo sind sie jetzt? Sie waren irgendwo in Setchinoffs Wissenschaftszentrum, hier in der Anlage 3826. Aber seit die Störung begann, sind sie offenbar verloren gegangen. Offenbar? Dir ist die Lage doch klar. Derzeit weiß niemand etwas Genaues. Die Ringe könnten auf irgendeinem Labortisch liegen oder von wild gewordenen Robotern zerstört worden sein. In Kollektiv werden sie nicht mehr gebraucht. Dr. Setchinoff und seine Wissenschaftler können auch ohne sie jedes Problem lösen. Okay. Gut, wir haben ja gelernt. Wir haben ja gelernt, wir müssen warten, bis sie nicht mehr reden. Ja. Das haben wir richtig schön gelernt. So. Okay, das mal raus hier, das mal rein hier. So, Demontage.
Demontage, ja, komm, ich glaube, ich hau das auch nochmal hier auseinander. Die Munition. Obwohl die Eiskartuschen, nee, das ist scheiße. Erhält Elektroknarre, okay, das bringt nichts. So, Verbesserung. Magazinkapazität 3. Aber warum steht da 3? Es sind noch 4. Es sind noch 4 in der Dingens. Wenn ich komplett auflade, weißt du? Das ist doch ganz komisch. Versteht ihr das? So. Weiß auch nicht, ob das so schlau ist, die überhaupt hochzuleveln. Weiß nicht, ob das so schlau war, keine Ahnung. Na egal, komm, raus hier. Speichern! Und weiter geht's. Wie gesagt, Charles, Charles ist schon ein ganz komischer Kauz. Ach fuck, ich wollte die Fähigkeiten eigentlich ändern. Ey, der Putzroboter hat ihn einmal überfahren, er ist sofort tot. Nee, doch nicht. Bete zu deinem Blechgott. Schieß! Oder gedrückt halten? Ich glaube. Ist es jetzt gedrückt halten gewesen? War das jetzt der ausschlaggebende Punkt? Du dumme, verschissene Drecksau. Du nervst so krass mit deinem scheiß Schild, Alter. Okay. Vielleicht ist es jetzt sogar gedrückt halten, wenn ich die runterschleudern will. Vielleicht ist es. Habe ich es jetzt endlich? Oh Gott, ey, was. Das ist richtige Forschungs. Scheiße hier, die ich betreibe. Wie funktioniert das eigentlich? Nach dem 30. Mal kann ich es jetzt endlich richtig einsetzen? Ich weiß nicht. So, jetzt schrauben wir endlich mal den Schädel. Oh. Nee, das lässt schon sein. Jetzt schrauben wir endlich den scheiß Schädel auf und sind hoffentlich endlich also fertig gut, mit dieser den Kopf installieren. Aufgabe. Hier, los. Mach dir endlich mal eine andere Friese, ist ja poppenhässlich. Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbstreparatur abgeschlossen. Ich bin betriebsbereit. Danke, Genosse. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Erste Startcode-Sequenz erstellt. Bestätige, dass die Startcode-Sequenzen übereinstimmen. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus, Militärdrill. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse. Genosse Molotow, ich bitte Sie, hier ist es nicht sicher. Immer noch gefährlich? Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Nechayev, Verzeihung, ich meine Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut, das ist Farbe. Genosse Sechenov, Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotow. Von welchem Spiel reden Sie? Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Informationen? Von Wassiljewitsch Petrov, Ihrem Ingenieur.
Ein hervorragender Robotiker. Ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 230385 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts. Als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Setschenow. Genosse Molotow, könnten wir sprechen? Unter vier Augen. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu. Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Was geht ab hier? Was geht hier ab, Freunde? Hä? Also irgendwie, ich muss ehrlich sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, teilweise der Sache zu folgen. Macht es jetzt Sinn, dass wir die ganze Station befreit haben? Wir haben die ganze Zeit jetzt gesucht nach den Körperteilen. Dann geht das Tor auf und plötzlich sind da 10 Menschen vor uns. Oder so, weißt du? Das wirkt doch voll komisch. Genauso wie, als wir mit dem Zug angekommen sind und plötzlich rennt nach Ewigkeiten ein Mensch, ein lebendiger Mensch an uns vorbei. Jetzt kommen wir da einfach in den Raum, plötzlich voll die Versammlung so, als hätten die auf uns gewartet, als wären wir da einfach so reingestolpert. Ja, das wirkt voll komisch. Jetzt sind wir hier. Sag mal, kann es sein, dass er das alles träumt? Scheiße, was ist denn jetzt los? Was ist da? Was? Was ist denn jetzt los? Okay, also hier, also... Hä? Ist das hier Alice im Wunderland oder was? Was ist das denn jetzt hier? Es kann wirklich sein, ich glaube irgendwie, wir sind auf jeden Fall manipuliert. Da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher mittlerweile. Das passt alles irgendwie hinten und vorne nicht. Ey, das sieht ja richtig cool aus. Zieht euch das mal rein hier, ey. Das ist jetzt so noch mehr Fallout-Style hier gerade, wenn du... Irgendwie in Fallout gab es ja auch so viele verrückte Missionen teilweise, gerade im dritten Teil. Da bist du denn teilweise auch in irgendwelchen kranken Fantasien. Also, wo sind wir hier? Bei Mario oder? Soll es Mario sein? Da hinten so ein bisschen? Mushroom Kingdom oder was? Was bringt das, wenn ich hier einsammeln? Werden wir da immer verrückter? Mushroom Kingdom mit Stacheldraht, Alter. Was ist hier los, Mann? Komm nicht mehr raus jetzt. Boah, sieht das krass aus. Ich kann nicht näher. Was ist denn hier so Jump'n'Run oder was? Hä? Was habe ich da an? Bin ich ein Hase oder was? Bin ich in einem Hasenkostüm? Was habe ich da für eine Hose an, Alter? Ist das der neue Swag hier? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich immer hier der Brotkrumenspur, oder? Ach,
du Scheiße. Finde mich. Alter. Das ist komplett crazy. Okay. Ich bin hier. Bestimmt eine Figuren hinterher, ne? Warum bewegt er sich? Hey? Warum Träne? Warum Träne? Ja, also. Wie gesagt, dass wir irgendwie kontrolliert werden, das ist schon von Anfang an klar gewesen, finde ich. Auch was Oma Sina gesagt hat, oder? Dass wir unser Gedächtnis verloren haben, das passt einfach alles dazu. Alle verpassen. So. Hier bin ich aber. Oh nein! Oh nee, ey. Ah, warte. Meint ihr, das geht oder soll ich wirklich vorne nochmal anfangen? Ich muss vorne nochmal anfangen. Ach du Scheiße! Oh. Und das bei der Sprungsteuerung, ey. Das ist ja komplett abgedreht. Komplett abgedreht. Aber wieso ruft uns Träne? Wieso Träne? Waren wir vielleicht früher mal ein Mensch oder sowas und wurden dann umgebaut oder irgendwie sowas? Oder hängen wir jetzt komplett im Kollektiv so selbst? Weißt du? Oh, Fragen über Fragen, keine Ahnung. Vor allem, warum redet Charles die ganze Zeit echt gegen unsere Auftraggeber in dem Sinne? Warum? Er ist doch auch nur so ein Gerät von denen, oder nicht? Oh shit. Geschafft. Das ist ja komplett krank. Was bedeutet dieses Tier da? Ich habe ja auch sowas an. Ist sie das? Was passiert hier? Was passiert hier? P3, mein Junge. Du lebst. Mehr oder weniger. Genosse Sechenov. Die Regierungskommission. Sie sind tot. Molotovs Leiche ist hier. Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Finde es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Sechenov, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch, aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüro-Mitglied? Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht...
Sechenov. Wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie hab ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Was war das für ein Monster? Aus rotem Polymer. Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Sechenov selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Sechenovs Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Sechenov gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Sechenov es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymersubstanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Heilige Scheiße. Willst du mir etwa sagen, dass der Galert sich an jemanden anschleichen und ihn töten kann, ohne eine Spur zu hinterlassen? Es erinnert mich tatsächlich an eine gewisse Person, die unter ungeklärten Umständen und ohne Zeugen starb, nachdem sie ausgerutscht und in ein Becken gefallen war. Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Okay. Wenn Dr. Sechenov seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Sechenov würde niemals unbewacht bleiben. Wieso? Er ist ein Held der Sowjetunion. Alle verehren ihn. Warum würde jemand ihm etwas antun wollen? Ja, warum wohl, Genosse Major? Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und ihn beseitigen wollen? Sie wollen wohl eher einfach Macht über Kollektiv gewinnen. Wenn einer die Welt beherrscht, ist es kaum überraschend, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und zwar von sehr mächtigen Leuten. Besser Dr. Sechenov als Generalsekretär von Kollektiv als sonst jemand. Generalsekretär? Meinst du, das erwartet ihn? Natürlich. Was sollte er sonst werden? Ich hoffe, du hast recht. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum versucht er ja, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Meinst du diesen riesigen Ball, der am Himmel schwebt? Du sagst also, dass Petrov in der Nähe ist. Ich glaube schon.
Das Notprotokoll hat den Großteil der Kommunikation zwischen Anlage 3826 und der Außenwelt blockiert. Diese Blockade kann nicht überwunden werden. Dazu wäre eine gesamte Wissenschaftsakademie erforderlich, wie die Akademie der Konsequenzen. Was will er denn erreichen? Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierung? Wartung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sentinel, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation übersichten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß. Es tut mir leid. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle irrelevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiß auf seine Motive. Er ist ein Verräter. Wie viel Zeit bleibt uns, um ihn zu stoppen? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomei-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Hey, Charles. Was wird in Sechenovs Zentrum untersucht? Funkwellen, Genosse Major. Es enthält Ausrüstung, mit deren Hilfe Petrov dich entdecken kann. Also geh vorsichtig vor. Dann sollten wir lieber leise sein. Seid ihr jetzt langsam mal fertig? die labern und labern, krass, heftig. Man weiß gar nicht mal, wo man jetzt mal stoppen soll, um nachzudenken, was hier eigentlich gerade passiert. Was ist das für eine kranke Scheiße, die da gerade passiert ist? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Das macht irgendwie, es ist, also wie gesagt, ich finde es schwer, ich finde es ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, bevor wir nicht Antworten bekommen, ne? Weil jetzt würde ich mir, jetzt aktuell würde ich sagen, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was da passiert, aber wahrscheinlich am Ende hat es Sinn. Weil, wie ich schon vorhin erwähnte, du bist die ganze Zeit alleine unterwegs. Die ganze Zeit. Dann räumen wir die Station und kommen da plötzlich hin. Und dann sind da 20 Menschen aus dem Nichts plötzlich, die mit uns reden, einfach so, als wäre nie was passiert, als wären wir die besten Kumpels schon ewig. Ich meine, die kennen sich, ja klar, das ist jetzt nicht das, was ich meine, aber wir sind die ganze Zeit alleine unterwegs, alle Menschen sind tot, alle. Dann kommen wir plötzlich in den Raum und plötzlich sind alle am Start. Und reden ganz normal. Als wäre gar nichts passiert. Wisst ihr, wie ich das meine? Das wirkte schon mal ganz komisch. Dann werden alle abgemurkst. Wahrscheinlich waren wir das selber. Schätze ich jetzt einfach mal. Was meint ihr? Wahrscheinlich waren wir das selber, oder? Wahrscheinlich haben wir die getötet, einfach so. Und ich komme jetzt mit dem Namen durcheinander, aber der mit den Twins hier, mit den Zwillingen, wahrscheinlich hat er das uns reinprogrammiert, oder? Was meint ihr? Vor allem auch Charles ist auch komisch, ey. Die ganze Zeit ist er schon komisch. Die ganze Zeit ist er so komisch, ey. Die ganze Zeit redet er im Rätsel. Ja, du wurdest ausgenockt, dann konnte ich auch nichts mehr machen. Wieso? Oh mein Gott, nein! Auch komisch, oder? Auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Steig ein. Seit wann haben die weißen Laser, Alter? Weg hier! Ich bin tot. Seit wann haben die weißen Laser? Das waren doch bisher immer die schwarzen Roboter.
Oder? Ich verstehe gar nicht, was hier abgeht. Vor allem. Nee, das ist. Wie gesagt, man muss wahrscheinlich wirklich warten, bis es alles aufgeklärt wird, weiter. Nach und nach. Das ist nicht dein Scheiß Ernst jetzt. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Hey, Charles. Zugang gewährt. Jetzt mal kurz. Ey, wirklich, die Rede ohne Ende. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir vorhin noch gehört haben gemeinsam, aber was nicht. Schock können wir eigentlich mal ausbauen. Das hätte ich mal machen sollen und nicht die andere Scheiße da kaufen. Einfach mal Schock verbessern, das hätte ich einfach machen sollen. Kann ich das verkaufen? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was benutzt die jetzt für Munition? Diese kleine, oder? Ja, eigentlich. Speichere Daten. Dass die plötzlich jetzt auch Laser haben? Alter, sagt ja wohl alles. Ich fahr dich kaputt, Alter. Lass es einfach! Raus, raus! Ich werde sterben. Astrologen haben eine Atomherzwoche angekündigt. Die Anzahl der Gegner verdoppelt sich. Super, das hört sich super an. Finde ich super. Wen haben wir denn da? Wohl, du könntest euch ja hier auf Weiß leisten, Junge. Ich hab die Nase voll von dir. Ach, du Scheiße. Du wolltest es so. Genau, ihr wolltet es so. Ihr wolltet es so. Ja. Eigentlich müsste ich dir erstmal hier erledigen, Alter. Nicht so laut. Nee. Stirb, du Sau, du Hässlicher. Obwohl, ist gelogen. Mit dem geilen Schnurrbart. Mit dem Schnurrbart. Diese geile Schnurrbart. So, gib her den Loot. Du auch noch. So, her damit. Hab ich aber wohl verdient hier, ey. Scheiße. Was ist das denn jetzt? Okay. Muss ich jetzt hier irgendwie so einen Schlüssel finden dafür oder was?
Saugesicht, ey. Hier ist dick Loot auf jeden Fall. Weg damit. Ja, keine Ahnung, was mir da fehlt jetzt, ey. Suche im Rechenzentrum nach Petrov. Ja, hier geht's ja eigentlich nur raus, ne? Oh, Junge, so knapp. Viel bringt es ja nicht. Oder? Es bringt eigentlich gar nichts durch. Sehr gut, sehr gut, was hier für geilen Loot rüber, was hier für geiler Loot rumliegt, oder? Schlüsselscheibe. Okay. Bleib bloß dahin, ey. Bleib bloß dahin. Sehr gut. Okay, Freunde, würde ich aber trotzdem mal sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Part ist auch schon wieder sehr, sehr lang, aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gerne am Start. Gerne, ja, weiter liken, kommentieren, unterstützen. Danke dafür. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein.